Willkommen zurück, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, bei Let's Play Tomb Raider 4 Reloaded. Und, ja, wir sollen natürlich gehen. Er sagte, geh, Mädchen. Ja, das werden wir natürlich machen. Hier liegt nichts. Nein! Oh mein Gott, ey. Schon wieder diese komischen Scheißdinger hier. So, ist hier überhaupt noch irgendwo was? Ich glaube, hier ist sowieso nichts mehr. Also insofern können wir hier gratis sterben. Wir brauchen jetzt im Prinzip... Ja, guter Anfang übrigens, PS. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch irgendwie so einen Schlauch oder sowas. Und da weiß ich wirklich gar nicht genau, wo der ist. Das muss ich jetzt erst einmal suchen. Und gute Frage, nächste Frage. Erstmal ist es hier dunkel wie im Bärenarsch. Das muss man jetzt mal dazu sagen. Na toll. Schon switchen wir ins nächste Level. Erstmal ist es hier voll dunkel. Okay. Die Gedanken sind frei. So langsam kann ich mich doch wieder dran erinnern. Vielleicht. Und an das hier kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Das war übrigens absolut mein Hit hier. Das war absolut mein Lieblingskram hier. Wisst ihr auch warum? Ich möchte euch zeigen, warum ich das hier so gerne mag. Da, wegen dem da. Den mag ich so unwahrscheinlich gerne, weil der so scheiße aussieht. Ey, der sieht doch wirklich scheiße aus, Leute. Wenn man hier so kleben bleibt, dann kommt da ein hinterher und, ja. Ist halt irgendwie echt relativ frech da, der Typ. So. Ich muss kurz wirklich selber überlegen, wie ging das denn hier weiter? Hier kamen wir noch nicht rüber. Begründung war, weil wir noch nicht können und so weiter und so fort. Aber was war hier? Was war das hier alles? Manchmal muss man einfach gucken. Das war tödlich oder nicht? Nein. Okay. Jetzt sag nicht, wir sind einmal im Kreis gelaufen und treffen wieder auf Helmut. Ich glaube, tatsächlich behaupten zu wollen, man kann, glaube ich, hier lang, oder? Man kann da so rein oder so. Kann man irgendwas hier machen? Ich muss mir das jetzt erst einmal angucken. Das Problem ist, ich habe das ja ewig nicht gespielt. Na, und ich habe es zwar schon mal durchgespielt, aber meint ihr, man kann sich da irgendwie noch an irgendwas erinnern? Nee. Ach ja, übrigens, wir fahren wieder Motorrad. Juhu, Motorrad! Kurz. So, genug gefreut. Genug der kostenlosen Freude. Was ist das? Ist das ein Loch? Natürlich. Darum werden wir mit unserem Motorrad, das was wir hier haben, ich sag's nochmal, Motorrad. Ja, ich hab's nochmal gesagt. Ich hab, ey, komm, Leute, ich bin traumatisiert von diesen Fahrzeugen. So. So, und aufgrund dieses schweren Traumatas, was man... Da kommen wir noch nicht rüber, glaube ich. Nein. Aufgrund dieses schweren Traumatas, was ich mit solchen Fahrzeugen erlebt habe, ja, mag ich sie nicht. Und wir müssen jetzt, glaube ich, hier hin. Wir müssen, glaube ich, hier hin. Ich glaube, hier geht die Wurst. Ja, ich glaube, ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber diese Türen gehen auf, wenn man eine Fackel sammelt und so weiter und so fort. Ja, ich werde es euch gleich erklären. Ich werde es euch gleich erklären, außer diese hier, die geht natürlich manuell auf. Lara Croft ist voll die Brutale. Ja, Lara Croft. Ja, Frau Croft. Ich nenne sie jetzt Frau Croft. Weil mein Nachbar nennt sie auch immer Sarah Croft. Und nicht Lara Croft. Ja, der sagt immer Sarah Croft. Hier ist noch keine Fackel drin. Die ist woanders. Die ist woanders. Okay. Ja, ich versuche das irgendwie gerade in meinem Spatzenhirn zusammenzusammeln, wie das Ganze hier nochmal funktionierte. Ich muss euch gestehen, das ist nicht ganz einfach. So, ich glaube, da war aber auch noch ein Hebel drin, oder? Sowas irgendwie, kann das sein? Oder ein Weitergehweg oder so? Fackeln für Arme? Nein. Was haben wir hier? Da haben wir den toten Heini. Ja, wie geht das denn jetzt hier...
Mann, so einerseits kriege ich den Scheiß hier wieder zusammen und andererseits bin ich gerade blöd wie Katzenfutter, ey. Kann sie ja so eine Tür von denen öffnen vielleicht. Das kann nämlich sein. Das kann sein. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber wenn es geht, dann geht's. Und nein. Aber das war doch hier irgendwo, ne? Ich bin gerade ernsthaft nicht am Überlegen. Ja, was ich eigentlich sonst nicht gerne tue. Nein. Sonst denke ich, mach doch mal eine Fackel an, Mäuselchen. So. Leute. Hier lang, glaube ich. Hier nochmal rein. Irgendwas ist hier drin. Und ich weiß ja noch nicht ganz so was. Oder ist es... Nein. Ich glaube mich jetzt doch wieder leicht zu erinnern. Wir müssen wieder die Leiter hoch. Kann das sein? Oh nein, da oben ist dieser komische Stanztyp. Mit dem Hammer. Warum? Ich mag den nicht. Der ist scheiße. Alter, ist der scheiße. So, da... Wenn wir hier oben stehen, vielleicht können wir hier irgendwas machen. Ich mach mir mal noch eine Fackel an, weil... okay, hier geht gar nichts. Leute, ich... frage mich gerade, was wie geht. Da ist ein Käfer. Ich glaube, mich erinnern zu können. Aber ich bin mir da jetzt noch nicht ganz so sicher. Hier kommt mir das alles noch viel, viel bekannter vor. War das hier nicht irgendwo? Da oben. Die Frage ist, wie kam ich da nochmal hoch? Wisst ihr, man kommt von einer Regen in den anderen, vom Regen in die Traufe und vom Traufe in den Regen. Und was ist das hier? Fackeln für Arme. Ja, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wenn ich das jetzt mal alles so wüsste, ne, dann wären wir ja jetzt schon quasi durch, ne? Also auf jeden Fall ist es ja hier richtig, dass hier schon mal so ein Helmut ist. Also hier irgendwo rein, ne? Hier lang? Oder wie? Leute. Puh, das gibt's doch alles nicht. Ich guck mich mal hier erstmal um. Oh nein. Ich weiß, wo wir sind. Das ist doof. Aber egal, das werden wir machen. Das werden wir packen, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Wir werden das im nächsten Videopart packen. Da gehe ich ganz stark von aus. Hier bei Let's Play FK. Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Florian Kiel und übrigens, neben mir sitzt gerade die kleine Lara zur Unterstützung. Die kennt das Spiel nämlich auch in- und auswendig und hat es auch schon durchgespielt. Ich kenne es auch in- und auswendig und wenn ich mal wieder auf irgendwas nicht komme, dann macht sie immer irgendwelche Handbewegungen, die ich sowieso nicht verstehe. Ja, da frage ich mich immer, was will die jetzt? Aber die meint es eigentlich, macht das so und so. Den brauchen wir jetzt gleich im nächsten Videopart. Seid gespannt, seid dabei, bleibt dran, lauft mir nicht weg. Hier ist Let's Play FK, hier ist deine Welt. Ich sag danke fürs Zusehen. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.